Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, in der letzten Folge haben wir einen schnellen Cut gemacht, weil wir ins Dorf wollten. Ja, ihr Lieben, von 2163 Leuten, die offenbar vor mir sind, obwohl ich gerade erst aus der Stadt gekommen bin, nur kurz was weggetan habe in mein Haus und dann wieder zur Stadt zurückgehen wollte. Ich habe jetzt die letzte und diese Folge direkt hintereinander aufgenommen. Sind immer noch 1793 Leute vor mir. Ist das irgendwie ein fucking schlechter Scherz von den Machern von Palia? Ich habe weder die Zeit noch die Lust noch die Nerven, über 2000 Leute abzuwarten, dass ich jetzt endlich wieder. Rein, also ich bin ja im Spiel und ich war vor gut 5 Minuten gerade erst in der Stadt und ja, bin dann halt ins Haus gegangen. Das habt ihr ja in der letzten Folge alles gesehen. Hab noch ein paar Sachen gemacht und möchte jetzt gerne einfach nur wieder zurückgehen in die Stadt. Und das Spiel kriegt es nicht hin, dass ich reingehen kann. Ich kann nur sagen, herzlich willkommen, Open Beta. Ab heute ist alles für den Arsch. Weil, sorry. Es wird niemand in ein Spiel reingehen und warten, bis ein paar tausend Leute runtergerattert sind, nur weil er mal eben von A nach B wechseln möchte, also ins Haus reingehen möchte oder wieder aus dem Haus rausgehen möchte. Da hat Singularität, nee, Singularity oder wie sie heißen, also die Macher von Palia haben da so richtig schön in die Scheiße gegriffen. Anders kann man es nicht sagen. Ja, ich breche dann hier, denke ich mir mal ab, beziehungsweise ich mache die Aufnahme erstmal aus. Sollte sich da heute noch was tun, werde ich definitiv die Aufnahme noch ein bisschen weitermachen. Ich habe aber nicht die Zeit, noch länger zu warten, weil ich nämlich auch gleich wieder los muss. Ich habe halt nur begrenzt Zeit, jeden Tag aufzunehmen. Und ich glaube, ich bin gerade geflogen, während ich das sage. Da war einer wohl irgendwie böse zu mir, nehme ich mal an. 1 hour later. Ein Wunder ist geschehen, ein Wunder ist geschehen. Wir sind dann doch noch mal reingekommen. Ja, und wir haben jetzt schon wieder 8 Uhr am Abend. Gestartet sind wir mit 3 oder 4 Uhr am Abend. Wunderbar. Wir können jetzt wahrscheinlich zu niemandem mehr hin, nehme ich mal an. Ja, noch sind sie wach. Gina, genau, so hieß sie. Gina ist noch da. Aber mit der müssen wir ganz, ganz dringend reden. Always here to help. Tut mir leid, wenn ich dich anstarre. Das ist nur Teil meines Forschungsprozesses. Ich glaube, die müssen wir gar nicht mehr vorlesen. Das sind ja immer die gleichen. Ist das der Schlüssel? Das ist die Hälfte davon. Siehst du, der Runenstein ist halbiert und leuchtet nicht auf. Wenn wir jedoch die andere Hälfte finden, sollte Hekla in der Lage sein, ihn zu reparieren. Ich werde versuchen, selbst etwas herauszufinden. Dann werden wir sehen, ob wir die Teile wieder zusammensetzen können. Ich muss diese Tür einfach öffnen. Mein Ruf hängt davon ab. Ja, warum, würde ich gerne fragen. Beruhige dich, es wird schon alles gut werden. Ja, ich frage mal, warum. Oh, habe ich das laut gesagt? Ups, keine Sorge, es ist nichts. Ich rege mich nur manchmal über Dinge auf. Okay. Ich liebe Pilze. Wusstest du, dass diese Region der Welt ihre eigene einzigartige Pilzart hat? Ja, das stimmt. Deshalb versuche ich auf meinen Reisen immer einheimische Pilze zu finden. Pilze sind so etwas wie die Archäologie des Essens. Thema Archäologie. Willst du meinen Stein immer noch nicht haben? Oh. Ach, sie hat mir Leuchtpilze gegeben. Oh. Okay. Wahnsinn. Und wir haben übrigens schon 1900 wieder zusammengesammelt, sehe ich gerade. You've already left. Das kann natürlich sein, dass wir jetzt das Geld bekommen haben, als wir in der Warteschlange waren, weil wir noch nicht ganz offiziell raus waren. Das könnte, ja, könnte sein. Bücher, die rumliegen. Aber wir haben jetzt hier keine Bücher, die wir jetzt eventuell ausleihen können, ne? Was ist mit There's ihr so eigentlich? much to explore, if only you open your eyes.
Es gibt ein großes Geheimnis, das nur darauf wartet, gelöst zu werden. Ich muss der Erste sein, der es lüftet. Ich bin auf der Suche nach einem Petal-Flop. Haben Sie hier in der Nähe einen gesehen? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht, was das ist. Warum fragen Sie? Nayuma hat mir erzählt, dass er nachts in den Hügeln nach verlorenen Socken sucht. Was ist das für ein Ding? In letzter Zeit sind einige meiner linken Socken verschwunden. Ich hoffe, dass ich mit der Kreatur verhandeln kann, um sie zurückzubekommen. Ist die einfach nur irre? Sorry, wenn ich das so fragen muss. Oder, oder gibt es dieses Viech wirklich? Ich denke mal, die will das nicht haben, oder? Ich halte nicht viel von dieser Art Geschenken. Na gut. Aber du wusstest das. Nö. Wer hat dich dazu angestiftet? Ja, ja, immer sind es die anderen schuld. Ich weiß, ich weiß. Okay. Dann, Ekla, mit dir habe ich auch noch nicht gesprochen. Hallo, Mensch. Ich habe geahnt, dass du zu mir kommen würdest. Lenken Sie mich nicht ab. Ich überwache Ginas Atemmuster. Aha. Okay. Mhm. Ja. Wer ist denn hier der Blumenmädchen? An die erinnere ich mich jetzt gerade so gar nicht. Mal gucken. Ach, das ist Tisch. Ach so, die habe ich jetzt gar nicht wiedererkannt. Hi. Oh, es ist so schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich hatte gehofft, du würdest die Erste sein, die sie sehen. Ich habe gerade diese schönen rustikalen Rezepte bekommen. Ich finde sie köstlich. Warum siehst du dir das nicht an? Weil ich nicht weiß, welche du meinst. Also, ich denke mal, das Bett ist neu dazugekommen. Anleitung. Oh, Moment. Modifikationsbank. Ändern Sie die Farben. Ach so, und Design. Ach so! Und Designs der Möbel an dieser Änderungsbank. Verwendet Modifikationskits. Das ist auf jeden Fall schlecht. Das hört sich sehr teuer an. Aber grundsätzlich, wenn man da was ändern kann, das ist natürlich cool. Die restlichen Sachen können wir eh nichts mit anfangen. Kannst du nicht einschlafen? Ich auch nicht. Es fällt mir schwer, innere Ruhe zu finden. Ich stecke so voller Ideen. So, wir haben auch nichts für sie. Das ist gut. Kann dieser nervige Chat mal die Klappe halten? Er kommt immer wieder rein, wenn ich ihn so gar nicht gebrauchen kann. Da ist er drin. Take a load off. Ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt von deinen Fähigkeiten. Sie sind fast so begabt wie meine Frau, als wir das Gasthaus gebaut haben. Die Fertigstellung des Gasthauses war der stolzeste Tag meines Lebens. Ich werde nie Sabines Gesichtsausdruck vergessen. Wie dem auch sei, ich habe ein Rezept auf Lager, von dem ich weiß, dass du es vertragen kannst. Herstellungsanleitung, Herstellungsanleitung. Ah ja, schweres Sägewerk, stimmt, das müssen wir ja auch noch machen. Verarbeitetes Holz mit einer höheren Geschwindigkeit. Gut, jetzt muss ich dazu sagen, das gleiche wie beim letzten Mal, wir brauchen aktuell noch nicht unbedingt eine höhere Geschwindigkeit. Edle Axt. Ach, für die größeren Bäume. Oh, die müssen wir auf jeden Fall machen. Das Problem ist nur, das wäre dann wahrscheinlich, das könnte schwierig werden. Das wäre dann wahrscheinlich Eisen oder Silber. Nee, Eisen vielleicht, ne? Silber wäre vielleicht ein bisschen krass. Ich hoffe mal auf Eisen, wenn überhaupt. Ach so. Ich glaube, dass wir diese lila Bäume, die wir mal irgendwo in einem der letzten Folgen gesehen haben, auf der rechten Seite, also auf der rechten Karte, dass wir die mit dieser Axt wahrscheinlich kaputt machen können. Vermute ich mal. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, aber weil die auch so lila ist. Das könnte ich mir gut vorstellen. Flow-Infused Plank. Die braucht man, um diese Axt dann auch herzustellen. Oh, kostet 3 von diesen hier. After Skill Level 10. Ach so, jedes Mal, wenn ich dann hochlevel, ne? Das war das, genau. Herstellungsanleitung, Wünschelrute, das war. Seltene Sammelstellen. Was auch immer das jetzt heißen mag. Okay, den Rest können wir uns jetzt sowieso nicht leisten. Wir könnten... Ach so,
Wir könnten nochmal reden. In dieser Gegend gibt es jede Menge gruseliger Legenden. Man munkelt, dass es im alten Bunker spuke. Brunnen. Okay. Anderen zufolge streife ein Monster durch den Wald. Mit dieser alten Geschichte jagte Nayu Auni früher immer Angst ein. Okay. Du möchtest auch nicht mein Steinchen haben? Meine Taschen sind im Moment ein bisschen zu voll, aber danke, dass du an mich gedacht hast. I'll see you around. Finde ich aber gut, dass man zumindest nicht die Sachen aus Versehen falsch abgeben kann. Mit der sollten wir vielleicht auch nochmal reden. Mit der haben wir nämlich lange nicht mehr gesprochen. So there I was. Die sieht irgendwie so ein bisschen WoW-mäßig aus, finde ich. Wie so ein Ork. Kann ich irgendwie behilflich sein? Schön, dich hier zu sehen. Hast du einen Zwilling oder sehe ich etwa doppelt? Du siehst doppelt. Entschuldige bitte, ich habe gerade Hodari in einem Trinkwettbewerb besiegt. Achso, das erklärt einiges. Das war vielleicht nicht das Beste für meine Wahrnehmung. Wenn du auf etwas robust aussehendes Kupfererz stößt, hätte ich gerne ein bisschen davon. Ja, vergiss das, Kupfererz ist sowas von selten. Und da jetzt anscheinend mehrere tausend Leute in einer Ebene auf den Servern drauf sind und dass das totale Chaos momentan ist, das haben wir ja schon in der letzten Folge festgestellt und in der vorletzten, glaube ich, auch. Man bekommt mit viel Glück zwar noch was, aber ansonsten bekommt man nirgendwo mehr Sachen, die man wirklich abernten kann. Also das mit dem Lehm haben wir vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass das nicht so viele wissen unten am Wasser und da nicht so viele hinlaufen. Wird sich wahrscheinlich ändern, wenn gerade die Leute dann jetzt meine Videos gesehen haben. Kupfer finde ich sehr, sehr selten. Und alleine Stein kann ich schon gar nicht mehr wirklich machen. Ich versuche das schon alles außerhalb von meinem Gebiet zu machen, weil, ne, wenn ich mal irgendwie durch Notfall irgendwas tatsächlich brauche, dann würde ich das bei mir holen. Das Zeug geht mir ständig aus. Ja, mir auch. Kann man bei dir eigentlich irgendwas kaufen? Ach so, nee, das sind die... Nee, nee, das wollte ich jetzt nicht haben. Ich dachte, ich kann bei dir was kaufen. Nee, ist okay. Gut, dann mit dem Angeltypen können wir nochmal sprechen. Der sollte, denke ich mir mal, auch nicht schlafen, weil es ist halt ein Roboter, ne? Warum sollte der schlafen? Was ist mit dir? Mit dir können wir auch noch sprechen. Du hast nicht meine Mama around, right? Hallo, denke ich. Ich hoffe, dass ich in einer dieser Nächte die Bestie des Holunderwaldes sehe. Ich weiß, wir sind nicht in den Elderwäldchen, aber auch Tiere haben Beine. Okay. Möchtest du das haben? Hören Sie, ich bin kein verwöhntes, hochnäsiges Balg, aber ich habe Geschmack. Und mit Geschmack meine ich das absolute Minimum. Versuchen Sie es noch einmal. Ja, danke. Ich will nur wissen, wo ich dann endlich mal diesen blöden Stein abgeben kann. Moment, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Mit dir haben wir heute, glaube ich, auch noch nicht gesprochen. Na, Hallöchen. Nach der Arbeit mache ich gern lange Spaziergänge in der Natur, um mich inspirieren zu lassen. Immerhin gibt es keinen größeren Künstler als den Drachen selbst. Möchtest du ein Steinchen haben? Aber ich glaube, dich habe ich schon gefragt, ne? Dieses Geschenk ist wirklich einzigartig. Ja, belassen wir es dabei. Die anderen Wörter, die mir in den Sinn kommen, sind eher unangebracht. Leave me to my melancholy. Ja, gut. Der Motto, lass mich allein, du Arsch. So, so kam das jetzt gerade rüber. Nein, komm. Ich hab dich noch gar nicht richtig anvisiert. Da haust du schon ab, oder was? Nein, nein, nein. Ich hab was gesehen. Lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott, ich habe Kupfer gesehen. Ah! Das Problem ist, irgendwann müssen wir natürlich trotzdem weiter. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Irgendwann müssen wir natürlich trotzdem weiterlaufen, weil wir dann auch den Dings voll haben hier. Das Inventar. Und da müssen wir wieder ins Haus rein. Ich versuche jetzt natürlich so lange wie möglich noch hier drin zu bleiben. Angeln sollte ich vielleicht nicht, weil da findet man ja mal unterschiedliche Fische. Das ist das Problem. Da habe ich gerade noch was gesehen. Ah, es tut mir leid, dass ich das jetzt mit euch zusammen machen muss. Ich könnte das jetzt theoretisch auch rausschneiden. Oh nein, der schläft tatsächlich. Willst du mich veräppeln?
Das ist ein Dings, ein Roboter. Wieso schläft der? Wir sind jetzt hier. Da ist auch nochmal so ein Ding. So, dann laufen wir jetzt hier nochmal ein Stückchen den Weg entlang. Weil da hinten habe ich nämlich nochmal Kupfer gefunden. Gerade habe ich noch gesagt, das ist total schwierig, hier irgendwas zu finden. Es ist auch normalerweise total schwierig, muss ich dazu sagen. Ich muss das ja auch irgendwie leveln. Das ist natürlich das nächste Problem. Oh, Lehm. Lehm, Lehm, Lehm. Weil wenn ich das nicht level, oder anders gesagt, ich hoffe inständig. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Vielleicht ist es auch irgendwas, was ja geplant ist für die Zukunft beispielsweise. Vielleicht ist es auch was, ich habe keine Ahnung, das könnte, Gott, nicht runterfallen hier. Das könnte natürlich alles sein. Wir haben ja diese Mine bei uns. Und ich hoffe immer noch inständig, dass man damit halt irgendwann mal was machen kann. Also sprich, dass man regelmäßig, was weiß ich, einmal täglich in die Mine reingehen kann und dann da alles abhacken kann oder so. Lass es von mir aus nur 10 Stellen sein, die ich dann täglich mal abfarmen kann ohne Probleme, die mir dann halt kein anderer wegnehmen kann. Weil das ist natürlich jetzt aktuell das riesengroße Problem, dass die Macher von Palia unsinnigerweise viel zu viel den Fokus auf Grinding gelegt haben. Das ist für uns natürlich, die spielen, ein riesiges Problem, weil jetzt tausende von Leuten mindestens pro Ebene mehr drin sind. Haben wir ja jetzt gemerkt, ne? Wir haben ja die Übersicht gehabt, als ich versucht habe zu wechseln. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis das plötzlich weg war. Und das Problem ist halt, je mehr Leute da sind, umso weniger, ne, von den ganzen Ressourcen sind dann letztendlich auch da, weil die alle weggegrindet werden. Also das, was ich jetzt hier mache, hätte ich normalerweise gar nicht gemacht, dass ich jetzt hier durchlaufe. Schon gar nicht vor laufender Kamera, also wenn ihr jetzt dabei seid. Weil es einfach langweilig ist, ne? Wenn man in der Gegend herumläuft und nur am Grinden ist, hier die Sachen alle am Abholen ist und so. Aber was soll ich jetzt machen? Jetzt sehe ich, okay, es ist gerade mal eine Möglichkeit, dass ich die Sachen holen kann. Und ich bin oft genug jetzt hier, also nicht unbedingt hier am Strand, aber ich bin oft genug hier durch die Gegend gelaufen und habe noch nicht mal Stein gefunden. Wenn ich dann so kleine Klümpchen sehe von, nicht Eisenerz, von Kupfer beispielsweise. Ich meine, hier ist jetzt nur ein Kupferstück drin gewesen. Wahrscheinlich, weil die gerade noch am Wachsen sind. Dann muss ich da einfach hin, dann muss ich die holen. Und das ist genau das, was jetzt so schade ist. Weil da wir jetzt durch die Open Beta, die gestern gestartet ist, tausende von Leuten, wie man ja jetzt vorhin gesehen hat, und es werden wahrscheinlich noch mehr sein zu den Stoßzeiten. Wir haben ja noch keine Stoßzeit aktuell, sondern wir haben jetzt Mittag, ja, wo die meisten sogar noch in der Schule sind. Und wenn sie nicht in der Schule sind, dann müssen sie noch einen halben Tag arbeiten. Also, das muss man jetzt dazu sagen. Das waren 13 Kupfererz. Wieso habe ich da so viele? Das war jetzt gerade richtig gut. Ich esse aber auch nochmal eben die Pilze, die wir gefunden haben, damit wir hier nochmal einen kleinen Boost zumindest noch dazu haben. Den ich nicht bekomme. Naja gut, dann halt nicht. Dann haben wir keinen Boost dazu. So, da sehe ich jetzt so nichts. Außer die Pflanze, die wir natürlich auch direkt nochmal mitnehmen. Also, ich kann euch wirklich nur den Tipp geben und Schande über mein Haupt, weil das nämlich bedeuten wird wahrscheinlich, dass ich weniger finden werde. Aber ich bin immer dafür, dass man sich halt gegenseitig unterstützt und hilft. Und wenn ich dies machen kann, indem ich euch Tipps gebe, dann mache ich das natürlich trotzdem gerne. Ja, dass ihr regelmäßig mal schaut, wenn ihr Zeit habt, dass ihr am Wasser einfach vorbeilauft. Also ich mache das immer nachts. Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt, ob das dann nachts wieder respawnt oder so. So, das ist ein bisschen nervig, weil da stirbt man irgendwie immer, wenn man die holt. Ich hatte doch gerade... Achso, da. Ich kann sagen, ich hatte doch gerade noch einen hier gesehen. Ja, dass ihr dann einfach mal wirklich hier am Meer entlang... Die sind übrigens immer weiß, wenn ich vorbeikomme. Ich weiß auch nicht, warum.
am Meer entlang lauft und einfach mal guckt, ist da noch irgendwas, was ich hier wegarbeiten kann, sozusagen. Also was ich hier abernten kann. Weil es ist Wahnsinn. Also mit dem Lehm, wie gesagt, toi toi toi, hatte ich noch keine Probleme bisher. Dass mal etwas weniger da ist, ja, aber dass jetzt so gar keiner da ist, das hatte ich noch nicht. Wie ihr seht, hatte ich jetzt auch schon wieder einiges. Aber alleine Steine zu suchen, egal in welchem Gebiet, ob es hier das Startgebiet ist oder das zweite Gebiet auf der rechten Seite, es ist sehr, sehr mühevoll geworden. Seitdem auch wieder mehr verteilt worden, also mehr Closed Beta Keys. Da fing das schon an. Und jetzt, wo die Open Beta draußen ist, ja, wie gesagt, ihr habt es gesehen, ne? Den hatte ich schon mal angeklickt. Das können wir nicht machen, soweit ich weiß. Ihr habt es gesehen und ihr seht es ja auch so. Man hat nicht allzu viel. Was bist du denn? Ein Gewürz? Ah ja, Gewürzsprossen. Okay, perfekt. Ja, und es ist halt wirklich traurig, weil man muss grinden, man wird dazu gezwungen, damit man irgendwie weiterkommt, damit man was herstellen kann, damit man überhaupt Pfeile zum Beispiel zum Jagen holen kann, solche Kleinigkeiten. Und ganz ehrlich, dann ist es schon mies, wenn man keine Möglichkeit hat. Moment, Karotte. Aber das ist eine... Doch, daraus kann ich es auch machen, oder? Moment, ich hole mir mal eben eine Tomate. Und eine Zwiebel, weil ich jetzt keine gefunden habe unterwegs. Reis habe ich ja noch, die könnte ich auch noch soweit machen. Karotte haben wir keine mehr. Ich würde mal sagen, eine Karotte hole ich auch nochmal. Ich weiß, das ist jetzt teuer und eigentlich blödsinnig. Aber ich versuche daraus dann mal Samen zu holen. Und ich finde es immer noch mies, dass man hier keine... Jetzt lauf doch mal weiter. Keine Äpfel wegnehmen kann. Also wegnehmen hört sich so böse an, ne? Aber ich denke mal, man kann hier so ein bisschen gucken, was noch auf uns zukommt. Dass wir noch Kürbisse machen werden können, hoffe ich zumindest. Die Apfelbäume, die kriegen wir auf jeden Fall noch. Sonst würde das ja nicht schon so angedeutet werden mit diesem einen Rezept. Irgendwo... Nee, Moment. Hä? Der ist jetzt nicht mehr am Schlafen. Achso, wir haben 4 Uhr morgens schon wieder. Okay, er ist nicht mehr am Schlafen. Jetzt muss ich hier schon meine Geschwindigkeit erhöhen, nur um Steine abzubauen. Das ist wirklich Wahnsinn. Weil wie gesagt, man kriegt halt nichts mehr, ne? Sonst bin ich hier in der Gegend rumgelaufen. Oh ja, das sind nur Steine, die lasse ich links liegen. Das ist nur das, das lasse ich links liegen. Und jetzt muss man tatsächlich alles mitnehmen. Weil man es halt sonst nicht kriegt. Also klar, bei mir habe ich noch was, aber wie gesagt, das behalte ich für den allergrößten Notfall. Ich habe jetzt vielleicht die Hoffnung, weil so wenig Leute wechseln können, reinkommen können, dass ich jetzt hier tatsächlich noch ein bisschen weitermachen kann. Ich habe allerdings auch nur noch ungefähr 10 Minuten Zeit, überhaupt irgendetwas zu machen. Weil ich dann nämlich schon wieder los muss. Was an sich nicht schlimm wäre, ja, wenn man jetzt nicht schon um die frühe Uhrzeit das Problem hätte, dass man halt so lange braucht, bis man wieder reinkommt und alles. Ich gehe jetzt erstmal eben Kupfererz holen. Nicht, dass da nachher irgendeiner hier ranprescht. Ich dann nichts mehr bekomme. Das wäre dann nicht richtig Mist. 12 Kupfererz ist auf jeden Fall... Oh, 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 oh. Nein! Nein, ich wollte es gerade noch sagen. Kann ich das hiermit auch machen? Ja. Ich wollte es gerade noch sagen. Mir hat der Epi nämlich gesagt, ich soll, bevor das Werkzeug kaputt geht, soll ich das reparieren, weil es kostet wahnsinnig viel, das Werkzeug dann nochmal neu zu machen, weil man muss es halt neu machen, wenn es einmal kaputt geht, was total unlogisch ist, weil kaputte Dinge repariert man halt normalerweise. Ich bin nur froh, dass ich Kupfer wenigstens auch mit dieser Axt hier machen kann. Ich weiß nicht, ob dann weniger rauskommt. Keine Ahnung, müsste ich mal ein bisschen beobachten. Oder ob es länger dauert einfach nur. Das wäre mir ja noch egal. Ja, das sind jetzt nur noch 5 Kupfererz gewesen. Gut, das hier ist jetzt ein sehr kleiner Stein. Wird wohl nur einer rauskommen. Ja, 2 sogar.
Ach, das ist doch blöd. Aber ihr seht auch, ne? Es sind überall so diese kleineren. Oh, jetzt habe ich hier auch so einen Baum. Oder was? Den habe ich aber noch nie gesehen. Auf unserer Ebene. Mit so lila dran. Entweder haben die den vorher immer weggemacht. Das kann natürlich auch sein. Oder vorher ist halt noch keiner hier gewachsen. Oder ich war halt noch nie hier in der Gegend. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich hier in der Gegend bin, wo ich sonst noch nicht gewesen bin. Sieht mir eigentlich jetzt nicht unbekannt aus. Ja. Da war auch Silbererz bei. Sehr schön. Ja, wie gesagt, Knoblauch. Okay. Wir haben eine Zwiebel gekauft, aber noch eine Knoblauch gefunden. Die muss ich dann alle nach und nach tatsächlich mal in dieses Ding reintun. War jetzt wieder nur 4 Kupfererz, ne? Ist so eine Sache, aber... Wo sind wir denn hier im Moment? Ah, okay. Nee, ich war hier, glaube ich, tatsächlich noch nie. Ja, ich würde auch sagen, damit ihr jetzt nicht hier die ganze Zeit dabei zuschauen müsst, wie ich jetzt irgendwelche Sachen hier wegkacke. Ich gucke jetzt nur noch mal ganz kurz. Oh ja. Oh, der hat mir jetzt nur 3 Kupfererz gebracht. Ach du Schande. Also, ich habe jetzt den direkten Vergleich und Beweis, dass man mit der reparierten Axt auf jeden Fall oder mit der neu hergestellten, wie auch immer, dass wir damit auf jeden Fall mehr abbauen können. Warum der jetzt da so doof rumsteht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gut, wenigstens klaut er mir jetzt nicht hier meine Vorkommen. Ja, also immer darauf achten, wenn ihr die Axt schon, die Spitzhacke schon einmal verbessert habt, dass ihr die auf jeden Fall, bevor ihr, ach hier sind wir, ja, da wohnt doch der Bürgermeister, genau, dass ihr die auf jeden Fall dann nochmal verändert, also verbessert, bevor ihr woanders Sachen abpackt. Ich denke mir jetzt, okay, ich habe jetzt lieber von jedem Stapel nur noch 3 anstatt, weiß ich nicht, anstatt 10, sage ich jetzt mal. Weil dann kriege ich wenigstens was, auch wenn es halt nur wenig ist. Aber ja, das müsst ihr dann natürlich sehen, wie ihr das handhaben wollt. Ihr könnt dann auch zurücklaufen, Gefahr laufen, dass vielleicht andere kommen, die dann die Sachen wieder wegnehmen. Ja, also das mit dem Grinding ist ein Riesenproblem und irgendwie aktuell jetzt auch ein Riesenthema mittlerweile hier drin. Ich habe auch von vielen schon gehört, dass, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass sie eben aufgrund des Grindings nicht mehr so die Lust haben. Oder von Anfang an, weil ja viel Grinding schon dabei war, keine Lust mehr haben, das Spiel noch weiter zu erkunden. Weil es eben so langweilig ist und so langwierig vor allen Dingen. Was soll man dazu sagen, ne? Ich meine, das ist so... Wie Diablo es verkackt hat mit dem Season Pass, sage ich jetzt mal, so verkacken es andere Spiele, indem sie eben extrem viel Grinding reinmachen und man das Spiel halt keine Lust mehr drauf hat oder nicht mehr wirklich spielen kann, außerhalb der Quests, die man halt eben macht. Ich sag nur Disney Dreamlight Valley, da mache ich ja auch nur die Quests, wie gesagt, und ich grinde da überhaupt nicht, weil mir ist das einfach viel, viel zu langweilig. Das Einzige, wo ich mal grinden muss, ist, wenn ich tatsächlich was brauche. Oder wenn ich hin und wieder mal denke, naja gut, jetzt hast du ein bisschen Zeit. Kannst du mal machen, wenn es unbedingt sein muss. Aber, ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich mich jetzt nochmal wiederhole mit Sachen, die ich schon irgendwo in einer anderen Folge vorher gesagt habe. Und bevor ihr mir jetzt noch stundenlang dabei zusehen müsst, wir haben schon wieder fast 7 Uhr morgens, nebenbei bemerkt, dabei zusehen müsst, wie ich jetzt hier die ganze Zeit irgendwas am Abhacken bin. Werde ich die Folge hier erstmal beenden und ich werde nur mal eben kurz eine Sache gucken. Was ist denn das hier? Achso, das ist wahrscheinlich einer von diesen Rosanbäumen. Das war jetzt ziemlich dämlich. Einer von diesen Rosanbäumen. Ach so.
Wenn die dieses Lilane drauf haben, heilen die sich selber? Aber ich kann es, glaube ich, schon mit... Nee, ich kann es mit der Axt machen in der Größe, die ich brauche. Ich schaue noch mal eben, bevor ich mich jetzt tatsächlich verabschiede. Oh, das ist jetzt wirklich blöd. Weil das Kupfer brauche ich auf jeden Fall noch mal. Schaue ich noch mal eben auf der anderen Seite, ob der Typ jetzt noch da steht. Ob ich den jetzt überhaupt noch mal finden kann. Ich weiß nicht, gar nicht mehr so genau, wo der jetzt eigentlich gewesen ist. Weil ich glaube, die Größe von dem Baum könnte ich theoretisch mitmachen. Die Frage ist, macht das Sinn? Also ich weiß ja nicht, ob er jetzt noch da ist, ne? Ich gehe nochmal eben schauen. Ansonsten, ja, verabschiede ich mich halt drüben nochmal. Vielleicht finde ich ihn auch tatsächlich nicht mehr wieder. Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Ach, ah, jetzt sind sie hier, den Baum am Fällen. Okay, also scheinbar hatte ich recht. Kann sein, dass das sogar der Baum gewesen ist, wo ich den Typen eben gesehen hatte. Ja doch, ich glaube, das war sogar der Baum. Und jetzt stehen sie da, schauen sich an und warten darauf, bis der jetzt wieder gewachsen ist, oder wie? Na gut, ja, dann sorry, ich hätte gerne mitgemacht, aber ich habe es einfach nicht verstanden, beziehungsweise gedacht, dass es so gar nicht geht mit zwei Leuten. Na gut, dann, ja, dann mache ich jetzt wirklich meinen Cut und sag mal, bis zur nächsten Folge. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet mit dem Grinding. Findet ihr relativ viele von den Sachen, die ihr braucht? Oder habt ihr grundsätzlich immer zu wenig, genauso wie es halt bei mir ist? Vielleicht wisst ihr ja auch schon was darüber, ob man diese Mine, die bei mir auf dem Grundstück ist, ob man die tatsächlich irgendwann mal freischalten kann. Das fände ich mega, mega geil. Ich habe aber leider nichts davon gelesen, bei dem Typen, wo wir halt mit der Spitzhacke immer mal wieder mitreden. Deswegen weiß ich es halt nicht. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.